Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute eine kleine Deko-Idee für euch. Denn ich war bei DM shoppen und ja, mein Faible für Tassen hat wieder zugeschlagen. Aber ich muss dazu sagen, die waren einfach so, so mega niedlich. Da konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen. Und zwar gab es bei DM diese zwei wunderschönen Ostertassen. Und alleine diese Tasse hier, da habe ich mich so schwer drin verliebt. Also ja, was soll ich sagen? Aquarell, Hasen in einer super guten Tassengröße, konnte ich nicht vorbeigehen. Aber auch diese Tasse hier, die so ein bisschen mehr skizzenmäßig ist, fand ich richtig niedlich. Auch hier mit diesem rosanen Herz, einfach zucker, zucker süß. Auch eine gute Größe. Und ja, dann habe ich mir überlegt, dass ich da einfach ein Ostergeschenk draus zaubern möchte. Und deswegen nehme ich euch da heute mit, wie wir das gestalten können. Ich habe nämlich schon mal eins fertig gestaltet. Ich hoffe, ich krieg's irgendwie in die Kamera. Und zwar sieht das Ganze so aus, ne? Das ist jetzt hier unten diese große Tasse. Und ich habe das ein bisschen dekoriert, auch mit einer Kerze. Und ja, bisschen Schoki und der neuen Randstanze von Kreativdepot. Und genau, dann einfach ein bisschen hier mit Moos und Sisalgras, also Ostergras, aufgehübscht. Und ja, ich finde, das ist eine super schnelle, schöne Geschenkidee zu Ostern oder auch wieder etwas, was man für die Gäste, wenn man denn welche hat, auf den Ostertisch stellen kann. Genau. Und ich würde sagen, wir basteln heute noch mal diese Tasse. Ich denke aber, dass die Idee genauso für diese Tasse passt. Wir bauen uns da einen ja, Einsatz für die Tassen, damit man das oben drauf setzen kann. Und ich habe mir da schon mal so eine Kreisstanze für rausgesucht, weil wir werden uns da so einen Kranz bauen. Und ja, genau, der passt sowohl für diese als auch für diese Tasse. Der hat einen Durchmesser von ja, circa 8,3 würde ich sagen. Oder ja, 8,2, 8,3. Und genau, den brauchen wir dann, weil ich möchte da so einen Kranz bauen, der dann um die Kerze gelegt wird. Und genau, aber ich möchte gern heute nochmal diese Tasse verwenden und habe mir dafür schon mal den Steckschaum rausgesucht, den habe ich aus dem Baumarkt. Denn damit werden wir uns jetzt gleich die Tasse füllen, damit die hier unten natürlich nicht so leer ist. Sonst müsste man unendlich viel Moos oder anderes reinstopfen, damit es eben ja nach oben kommt. Und wir wollen es uns ja nur oben ein bisschen schön dekorieren. Und deswegen nehme ich da immer, wenn ich so Sachen habe, Steckschaum aus dem Baumarkt. Das gibt es immer in der Pflanzenabteilung, weil normalerweise ist das eben für Pflanzen gedacht. Und da könnt ihr das ganz einfach machen. Ich muss nur mal kurz aufstehen, denn ich werde jetzt einfach hier diese Tasse nehmen und sie mir einmal so in den Steckschaum reindrücken. Also da braucht man auch ein bisschen Kraft. Und dann sieht das Ganze so aus. Und dann kann man sich das erstmal hier wieder zur Seite räumen. Auch nicht wundern, könnte es hier so ein bisschen abstreifend. Also diese Masse hier ist auch ganz weich. Allerdings macht es auch ein bisschen Dreck, wie ihr sehen könnt. Und dann nehme ich mir hier einen Deckel und drückt das hier mal noch ein bisschen nach unten, denn wir wollen ja ein bisschen oben das Moos reindrücken. So, das reicht schon so. Dann hier noch ein bisschen schauen, dass es hier die Ränder ein bisschen nicht so hochkommen. Aber im Endeffekt passt es schon so, ne? Also das soll so ein schmaler Rand hier einfach dann sein, den wir uns gleich mit Moos ein bisschen füllen. Und wir brauchen ja auch ein, ja, ein
eine Möglichkeit, um die Kerze reinzustecken. Ich mache mal kurz meinen Platz hier sauber, weil sonst fliegt es hier alles rum und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, einmal den Tisch ein bisschen sauber gemacht, weil dieses Zeug tatsächlich so ein bisschen wie so ganz feines Schmiripapier sich anfühlt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall empfiehlt sie es nach dem erstmal sauber zu machen. Genau. Und jetzt möchte ich gerne, dass wir hier hinten eine Kerze platzieren. Und da habe ich mir hier diese Kerzentüllen rausgesucht. Ich glaube, ich habe mir die mal bei Amazon bestellt. Das sind so kleine Tüllen. Die könnt ihr zum Beispiel auch in eure Gießteile einsetzen. Und die haben einen Durchmesser von 2,5 Zentimeter, weil meine Kerze, die ich habe, ist diese hier. Die habe ich von Action. Und die hat einen Durchmesser von 2,2, aber das passt dann ganz gut. Ja, und ansonsten könnt ihr euch nämlich, das ist das Tolle an diesem Steckschaum, ihr müsst da nicht irgendwie kleben oder sonst irgendwas, sondern ihr könnt euch das jetzt hier einfach nur reindrücken und dann hat es auch schon eine gute Stabilität und dann könnt ihr euch einfach hier die Kerze reinstellen und dann habt ihr schon mal die Basis dafür. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Moos. Ich habe hier das Moos noch von Weihnachten übrig, von Action. Da gab es zur Weihnachtszeit solche fertigen Packungen. Und jetzt können wir uns hier die Kerze einmal reinsetzen. Ich hoffe, er fokussiert jetzt nicht die ganze Zeit die Kerze, weil ich muss einmal kurz mir das hier drumherum dekorieren. Und dann nehmt ihr euch einfach hier das Moos. Das ist ja ganz weich und einfach zu rupfen. Nehmt ihr euch hier so ein bisschen was und tut das hier so ein bisschen reinstecken. Das sieht auch so schon super schön dann aus. Aber da kommt natürlich noch ein bisschen was dazu. Das reicht schon. So, heute ist auf jeden Fall, wenn ihr das macht, habt ihr ein bisschen Spaß, weil das verursacht ein wenig Dreck. Aber rummatschen macht ihr trotzdem auch Spaß. Genau, dann sieht das so aus. Könnt ihr euch ein bisschen zurechtformen, wie ihr das möchtet. Und jetzt möchte ich so einen Einsatz bauen, den wir uns dann hier drumrum legen. Und dafür habe ich mir schon mal ein Stück ja, Cardstock rausgesucht. Das ist von Falkkarten, dieses Recycling Silphy oder so heißt es. Und das finde ich ganz schön, weil das so eine Mischung zwischen Kraftpapier und Graskarton ist. Und da müsst ihr euch jetzt einmal diesen Kreis ausstanzen. Und dann möchte ich gern die neue Randstanze verwenden aus dem Shop von Kreativdepot. Das ist die Designline Hasenbordüre. Und ja, die werden wir uns jetzt zweimal ausstanzen aus dem gleichen Papier wie den Kreis. Und dann zeige ich euch, wie wir das zusammensetzen. Ich habe mir das Ganze jetzt zweimal ausgestanzt, dann sieht das so aus. Na, ihr seht, das ist hier eine Randstanze, das stanzt nicht durch. Aber wir können uns das jetzt hier einmal gleich abschneiden. Dann einmal den Kreis, den brauchen wir gleich. Einmal aber erst hier noch das Abschneiden. Denn wir brauchen tatsächlich das ganze Stück hier. Und wenn ihr euch das unten abschneidet, dann könnt ihr das hier ganz einfach rausnehmen und dann sieht es so aus. Ganz schön und auch sehr schön filigran. Und das machen wir hier nochmal. Na. Dann kann man das hier rausnehmen. Muss noch ein bisschen aufpassen, ne? Das ist natürlich sehr, sehr filigran auch. Und dieser Cardstock, der ist jetzt nicht unbedingt der dickste. Also der ist schon eher so ein bisschen, ja, bisschen dünner. Ich weiß gar nicht, wie die Grammatur war, aber ist auch nicht schlimm. So, und jetzt müssen wir uns die zwei Teile aneinander kleben, denn das soll ja hier rumkommen. Und jetzt muss ich einmal schauen. Ich klebe mir das auf jeden Fall schon mal an einer Seite zusammen.
und gebe mir das jetzt hier einmal übereinander. Kleber wäre nicht verkehrt. Dann passt das nämlich auch gleich ganz gut. Einmal hier übereinander setzen. Sieht gut aus. Und jetzt müssen wir einmal schauen, dass das hier so drumrum passt. Und ich würde sagen, es muss irgendwie so sein. Ja, witzigerweise passt es genau wieder auf diese Blumen hier drauf. Also könnt ihr einfach hier diese Blümchen übereinander wieder kleben. Passt zwar nicht hundertprozentig, aber sieht dann zumindest für diesen Kreis auch ganz gut aus, weil das ganz gut übereinander liegt. Also ich klebe mir jetzt hier auf jeden Fall diese zwei Blümchen hier so übereinander. Das war dieses hier. Und dann mit dem Ei war auch, kann man auch ein bisschen. Also das war hier ungefähr so. Und festkleben. Also es muss auch nicht hundertprozentig den Kreis hier treffen, aber es sollte schon so sitzen, dass man es jetzt hier gleich gut drumrum kleben kann. Und so passt es eigentlich ganz gut. So. Okay, lassen wir kurz mal antrocknen. In der Zwischenzeit ist es nämlich so, dass wir hier noch ein Loch reinstanzen müssen. Und dafür nehme ich mir hier meinen Handstanzer in 1, also 1 Inch. Und ich setze mich hier ungefähr ein bisschen vom Rand weg ein Loch. Ist auch erstmal, ich würde sagen, so. Genau, denn das soll dann hier drüber, und ihr seht schon, was da entsteht. Und zwar entsteht da eine Art Plattform. Und das ist auch gut so, denn wir setzen uns dann jetzt hier den Kranz oder diesen Kreis da einmal gleich drauf auf den fertigen Kreis. Und dann können wir nämlich einfach diesen Teil, der hier innen ist, noch ein bisschen bestücken mit Schokolade und noch mit dem Sisalgras. Aber als allererstes setze ich mir jetzt, wie mache ich es? Also es müsste ja eigentlich ganz gut gepasst haben. Ja. Beim letzten Mal hatte ich mir den Kleber hier unten drauf gegeben. Ich glaube, das mache ich auch wieder, aber der ist dann so ein bisschen immer rausgequollen. Das nervt mich dann immer. Aber gebt euch einmal ringsrum Kleber, dass immer irgendwo ein bisschen was drauf ist. So reicht eigentlich schon. So, und jetzt müssen wir nur gucken, weil hier ist der Kreis und vorne soll ja der Schokohase hin. Deswegen achte ich jetzt drauf, dass vorne jetzt nicht diese Häschen sind, weil dann sieht man das nicht mehr so gut, dass da ein Schokohase sitzt. Und jetzt versuche ich mir einfach hier am Rand entlang diese Bordüre zu setzen, dass es möglichst rund wird. Aber ja, sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ihr hättet euch natürlich auch außen an den Kranz machen können und hättet vielleicht auch den Kreis doppelt legen können, damit es ein bisschen höher ist. Ne? Aber für meine Zwecke, für die Tasse, reicht mir das so. Aber wer es ein bisschen stabiler mag, der stanzt sich einfach den Kreis entweder aus stabilerem Karton aus oder mehrfach und legt übereinander und kann dann diesen Rand auch einfach außenrum legen.
Das geht dann genauso. Aber das sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Muss natürlich ein bisschen trocknen jetzt. Ich finde es halt auch schön, dass man hier noch ein bisschen von diesem gestitchten Rand sieht. Mag ich besonders gerne. Und dann ist nämlich der Clou, dass wir das hier einfach drumrum legen und dann einfach noch ein bisschen, ja, dekorieren. Aber ich gucke jetzt mal, dass wir das hier noch ein bisschen nach unten gedrückt bekommen, damit es noch ein bisschen tiefer sitzt. Aber ja, wenn das bestückt ist, dann kommt es noch ein bisschen runter. Also das sieht dann erstmal so aus. Und jetzt kommt noch etwas Ostergras dazu. Da habe ich auch von Action mir hier so ein, ja, so ein Packen mitgenommen. Das gab es jetzt gerade zur Osterzeit oder gibt es zur Osterzeit. Und dann nehmt ihr euch einfach ein bisschen mal was raus und dann formt man sich das gleich. Ich habe mir jetzt hier ungefähr mal so, ja, so ein Packen hier genommen und den versuche ich mir jetzt hier so als Kranz zu tüdeln, damit das hier auch wirklich wie so ein Osterkörbchen aussieht. Und so ungefähr. Dann nehmt ihr euch eure Kerze. Und dann legen wir das hier nämlich so rein. Schauen, dass es schön unten am Boden liegt. Man kann ja dann das, was hier noch übersteht, nachher auch wegschneiden. Und aber achtet darauf, dass dann hier die Sachen nicht umgeknickt werden, weil die sind natürlich sehr filigran. So, und dann kann ich jetzt hier einfach das, was mich jetzt stört, wobei das eigentlich gar nicht so viel ist, das ist nur so ein bisschen hier, einfach ein bisschen abschneiden. Und dann sieht das so aus. Und dann können wir es auch schon bestücken. Ich muss jetzt hier leider aus dem anderen Korb mal den Hasen mopsen, weil ich erst noch einen neuen kaufen muss. Und dann passt der nämlich super schön hier rein. Ihr könnt ihr ja auch gucken, dass das Ostergras da so ein bisschen höher ist. Hier unten muss ich noch ein bisschen reindrücken, weil das Moos noch ein bisschen zu hoch ist. Aber das sieht doch super schön aus. Also ich mag es sehr gerne. So, und dann gibt es noch im Shop von Kreativdepot schon länger, also ich glaube, die sind von entweder letztem oder vorletztem Jahr, gibt es hier diese Anhängerstanze. Ich schiebe das mal kurz ein bisschen weg. Und das sind zwei Stück in der Verpackung, und zwar dieser und dieser. Und ich habe mir jetzt hier schon den großen ausgestanzt und werde den jetzt mit einer Schrift embossen. Und da möchte ich gerne das neue Stempelset nehmen, was diese Woche in den Shop gekommen ist. Und zwar dieses hier von Carolas Bastelstübchen. Das ist die Eierparade. Und da gibt es nämlich hier das frohe Ostern, ihr Hasen. Und das finde ich sehr, sehr passend, weil da ja so viele Hasen sowohl auf der Tasse als auch im Körbchen oben drin sitzen. Und deswegen embosse ich mir das einmal. Nehme hier mein Versamark. Aber erstmal gut abpudern. Also ich habe hier so ein Puderschwämmchen, kennt ihr bestimmt. Einmal abpudern. Dann einmal mit Versamark. Und ich werde es mit Weiß embossen, weil ich finde, das passt dann ganz gut. Einmal, ich ziehe es mal kurz zu mir, weil sonst sehe ich wieder nichts, ob es gerade ist. Einmal abstempeln. Und ich nehme hier wieder das Opaque Bright White in Superfein. Das nehme ich eigentlich immer für Schriften, also grundsätzlich Superfein für Schriften. Dann schaue ich. Das sieht gut aus. Dann föhne ich mir das einmal. Einmal geföhnt.
Dann sieht das Ganze so aus. Also sehr, sehr schön. Ich mag auch diese Kombi von diesem Recyclingpapier und Weiß. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Kombi. Dann schütte ich mir einmal hier das Pulver zurück. Okay. So, und dann sind wir eigentlich schon so gut wie fertig, denn der Anhänger kommt dann einfach hier hinter, aber der bekommt noch etwas Nylongarn. Und ihr könnt jetzt hier ringsrum, das lasse ich jetzt aber mal weg, weil ich kann es das eh nicht so richtig gut zeigen, könnt ihr noch so ganz kleine hier so Mini-Ostereier noch dazulegen. Ne? Die gibt es ja im Moment auch überall zu kaufen. Und dann habt ihr nämlich ein richtig tolles Osterkörbchen. So, und wir haben jetzt hier noch Nylongarn, was wir benötigen. Und ich suche mir mal was raus. Ich nehme auf jeden Fall was Passendes dazu. Und da haben wir ja jetzt rosa. Ich nehme auf jeden Fall das Plush wieder. Und was passt dann hier noch gut dazu? Ich würde vielleicht sagen, nee, das passt irgendwie nicht so gut. Das ist ein bisschen arg knallig. So richtig gut passt es zu der Kerze jetzt auch nicht, muss ich sagen. Weil die so ein bisschen ins. Ja, die ist schon rosa, aber sie ist mehr so orange-rosa. Also eigentlich passt ja das schon doch am besten. Dann nehme ich das hier: Tangerine. Ich weiß allerdings nicht, ob diese Rolle wirklich von Kreativdepot ist, weil ich habe manche auch mal woanders gekauft und Tangerine weiß ich jetzt nicht, ob das aus dem Shop ist. Aber wenn es aus dem Shop ist, dann schreibe ich es euch unten mit in der Infobox dazu. So, dann tüttel ich mir das hier einmal rum. Könnt das Nylongarn natürlich auch theoretisch hier um den Henkel machen. Ich fand es aber jetzt schöner, wenn das so ein bisschen noch über den Hasen dann so drüber fällt. Und deswegen tüttel ich mir das hier um den Anhänger. So, ihr Lieben, das war's schon. Also ganz simpel, ganz einfach. Aber ich finde, der Effekt ist super schön. Also mir gefällt es richtig gut, dieses kleine Geschenk. Und ja, super schnell gemacht, wie ihr seht. Also ein Last-Minute-Oster-Goodie sozusagen. Und dann würde ich sagen, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.